Es soll ja um Podcast und um das Auditive gehen. Und es gibt mittlerweile ziemlich viele Podcasts. Und da ist natürlich die Frage, noch ein Podcast, muss das wirklich sein? Ja, muss sein. Also diese Frage haben wir uns von Anfang an gestellt. Und ganz einfach deshalb, weil wir die virtuellen Bildungsräume quasi so verstehen, dass das Selbststudium für uns immer auch ein soziales Miteinander meint. Auf den Folien seht ihr zum Beispiel kurze Videos, die wir gemeinsam mit den Fachräten produzieren, wo die Fachräte sich vorstellen, um auch andere Studierende zu gewinnen. Für uns ist genauso wichtig, dass die Prozesse der Wissensvermittlung ganz im Allgemeinen eigentlich ihre Raum- und Zeitgebundenheit verlieren. Und da sage ich euch sicherlich nichts Neues, dass das Studium mittlerweile unabhängig von Seminarräumen organisiert werden kann. Und deswegen machen wir auch Videos wie Zeitmanagement oder aktuelle Begriffe wie das Prompten, wo wir quasi auch gemeinsam mit Studierenden Videos erzählen und produzieren. Um die soll es heute aber nicht so sehr gehen. Deswegen hier noch als Ergänzung zwei Kolleginnen aus Vechta, die auch den Begriff Workload in 45 Sekunden erklären für Studierende, so im Sinne eines Nachschlageglossars. Und für uns ist der Gedanke, Forschungsprozesse sind eigentlich nicht mehr zu denken ohne digitale Medien. Und wir wollen nämlich diese Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden neu denken. Und da kommen auch gleich die Podcasts ins Spiel, weil wir quasi einerseits die Lehre verbessern wollen, aber, und das ist für uns als Studienberatung natürlich wichtig, die Organisation des Studiums auch verbessern wollen. Hier zum Beispiel Begriffe wie Digitalisierung und viele andere, das findet ihr alles ganz leicht online, die wir da erklären. Okay, die Frage, ich komme auch ein bisschen aus der Philosophie, deswegen erstmal, worüber reden wir eigentlich? Und die Frage ist erstmal, was sind Audible Tales? Ganz einfach gesagt ist das Erzählen an sich, und keine Sorge, ich werde jetzt nicht zu philosophisch, aber das Erzählen an sich ist quasi das transmediale Phänomen per se. In der Moderne war ganz lange das Sehen sehr weit oben in der Hierarchie, aber mittlerweile verstehen wir zumindest, dass das Hören, das Hörbare eine konstitutive Bedeutung hat, wenn es darum geht, auch Bedeutungen zu produzieren. Kurz gesagt, alles, was auditiv ist, ist ein eigenständiger Modus von Wirklichkeit und Fiktion. Konkret heißt das für uns, wir wollen schauen, was hören die Studierenden, wie hören die Studierenden eigentlich? Und deshalb schauen wir halt, wir haben, glaube ich, alle unsere Abspielgeräte fast omnipräsent dabei. Quasi in jeder Sekunde wächst das Angebot an medialen, auditiven Produkten. Und uns ist wichtig, dass wir auf den Alltag der Hörenden, also der Studierenden ja quasi, schauen, um qualitativ da anzusetzen. Kurz gesagt, Podcasts sind für uns ein auditives Medium, mit dem wir Nähe herstellen können. Und das ist für uns eben ganz ausschlaggebend. Wir wollen keine Hochglanzprodukte produzieren. Natürlich haben wir sehr hochwertige Podcasts, wie wir gleich zeigen werden. Aber es geht uns nicht so sehr ums Marketing, sondern eher darum, authentische Geschichten zu erzählen. Und eben der zweite Aspekt unseres Titels, was sind denn die Audible Student Tales, meint, wir haben heterogene Bildungsbiografien unserer Studierenden, die ihre Geschichten erzählen und quasi auch die Herausforderungen und Ängste, Sorgen im Umgang mit dem Student Life Cycle berichten. Podcasts eben als Phänomene des Auditiven machen das Unileben nahbar. Also Relationen tauchen auf. Das heißt, ich als Student, Studentin höre den Podcast und merke, oh, das geht ihr auch so, oh, er hat dieselben Sorgen. Ich reflektiere und ich merke, ich bin nicht allein. Ich reflektiere auch meinen eigenen Lernprozess. Das ist uns auch wichtig, wie wir gleich zeigen, dass wir auch Persönlichkeitsentwicklung mit begleiten. Und da schließt sich der Kreis sozusagen. Ich fühle mich als Teil einer Gruppe, einer Hochschulgemeinschaft und so weiter angesprochen. Wir wollen Ressourcen aktivieren, also die Frage, was begeistert mich eigentlich im Studium, um quasi auch lösungsorientiert neben den Geschichten immer auch beratend tätig zu sein. Und so als letzten Gedanken, diese Podcasts, die wir gleich vorstellen, bilden einen Erfahrungsschatz, weil die Studierenden ihre Geschichten erzählen. Dieser Erfahrungsschatz ist verfügbar und dadurch generieren wir auch Zukunftsnarrative. Da kommen wir aber gleich zu. Für uns sind die Audible Student Tales quasi eine aktive Kommunikationsform im universitären Resonanzraum, weil das nicht nur passiv sein soll. Also die Frage nach Podcast, ja, definitiv.
Wie das genau aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Und für uns ist es eben eine große Gelegenheit, dass Studierende im Studium schon aktiv mitwirken können. Genau. Sie und ihr habt gemerkt, wir sind große Fan von Podcasts. Und du sagtest, Attila, du bist aus der Philosophie. Also ist das, was wir hier vorstellen, eigentlich quasi angewandte Philosophie. Und die Philosophie unseres Podcasts, den wir Potschnack genannt haben. Potschnack, der Podcast der ZSB der Uni Vechta, den möchte ich hier mal vorstellen. Wir sind on air quasi seit dem Wintersemester 2022/23. Wir haben inzwischen knapp 30 Episoden aufgenommen, sind in der dritten Staffel und ich habe hier noch stehen 5.300 Abrufe. Das stimmt nicht mehr ganz. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es sind schon fast 5.500. Wir bearbeiten Themen aus der Studienberatung, aus der Welt der Uni im Allgemeinen und bringen da immer wieder Geschichten und Erfahrungen eben rund um das Studium. Das Besondere an unserem Podcast, oder wir empfinden das als Besonderes, dass wir auch immer studentische Moderatorinnen am Mikrofon haben. Das heißt, wir als Beratende treten nicht als die Experten auf, die alles wissen, die die Studien kennen, sondern wir gehen ins Gespräch mit unseren Studierenden. Dazu laden wir uns bei Bedarf nochmal Fachexpertinnen ein, zum Beispiel Mitarbeiterinnen aus der psychosozialen Beratung, um auch den Themen dann nochmal eine gewisse Tiefe zu geben. Der Podcast ist verfügbar auf podcast.de, bei Spotify, bei Apple oder bei uns auf der Uni-Seite, die ich Ihnen und euch hier über den QR-Code, den Sie vielleicht auf der Folie sehen, verlinkt habe. Wir machen hier schamlos Werbung. Genau, ich habe das nicht als Werbeblock gezeichnet, also keine bezahlte Werbung. Genau. Okay, aber wenn wir über Tales nachdenken, über die Erzählungen der Studierenden, über die Biografien, dann geht es natürlich auch darum, die Tales, die Erzählungen irgendwie sichtbar zu machen und sie so zu verankern, dass sie auch hängen bleiben. Dazu gibt es bestimmte Stilmittel und eins davon ist das Storytelling und das möchte ich Ihnen hier nochmal ein bisschen vorstellen. Es ist nichts Neues, dass Geschichten schon am Lagerfeuer in der Steinzeithöhle erzählt worden sind oder vor der Steinzeithöhle, CO2 beachten, Achtung, und dass Geschichten über Götter, über Helden, Heldinnen immer wieder auch Thema dieser Geschichten waren. Und es hat sich quasi etabliert, dass mit diesen Geschichten auch Botschaften vermittelt wurden und dadurch auch unterbewusste, teilweise auch sogar emotionale Aspekte berührt werden konnten. Und die Protagonistinnen, die Protagonistinnen, die fördern halt immer die Identifikation mit der Geschichte oder auch mit den Veränderungen, die in diesen Geschichten häufig Thema sind. Und Sie kennen vielleicht als Beispiel Bilbo, der in Der Hobbit aufbricht, sein angestammtes Auenland, das ruhige Leben zu verlassen und dann im Laufe seiner Reise mit dem Drachen ringt und einen Zauberring findet. Das Gleiche gilt für Luke Skywalker in Star Wars. Auch die Geschichte dürfte hinreichend bekannt sein. Ein junger Mann, der auf einem sandigen Planeten aufwächst und durch widrige Umstände oder durch Umstände auf einmal in der intergalaktischen Politik sich wiederfindet oder im Katniss aus die Tribute von Panem, die ihren Distrikt verlassen muss, weil sie für ihre Schwester in die Arena zieht, wo es um Leben und Tod geht. Nicht um Leben und Tod geht es im Studium, hoffentlich für die meisten, aber auch das Leben der Studierenden ist Veränderung. Und diese Veränderung lässt sich super ausdrücken mit der Heldenreise, auch ein Stilmittel aus dem Storytelling. Und ich sagte vorhin Student Life Cycle und die Heldenreise orientiert sich irgendwie auch daran oder beides kann sehr gut in Deckung gebracht werden. Denn am Anfang geht es für die Studierenden darum, um die Herausforderung, soll ich überhaupt studieren oder mache ich eine Ausbildung oder sonst was. Viele verschieben diese Entscheidung, machen erstmal ein FSJ oder gehen ins Ausland. Das
ist auch toll, über den Tellerrand zu gucken, aber irgendwann steht diese Entscheidung an. Und da begegnen Sie im Rahmen der Heldenreise oft Ihren oder einen Mentor oder Mentorin. Wir in der ZSB verstehen uns als dieser Mentor oder diese Mentorin und versuchen die Studierenden quasi über die Schwelle in das akademische Leben zu begleiten. Da treffen sie dann auf bestimmte Herausforderungen, Prüfungen, sie lernen neue Leute kennen, sie partizipieren, sie engagieren sich und dringen teilweise auch in die tiefste Hölle vor, wenn sie sich mit ihren Ängsten auseinandersetzen müssen. Das geht so weit, dass Prüfungsängste oder Blackout in Prüfungen auch ein Thema werden kann. Also, ihr und Sie sehen, die Heldenreise hat ganz viel, was auch im studentischen Leben eine Rolle spielt. Und noch viel mehr Beispiele hat Attila, der das nochmal auf unseren Potschnack bezieht. Genau. Jetzt wird es ein bisschen frei interpretiert, aber wenn ihr diese Heldenreise seht, dann seht ihr da die erste Schwelle zum Unbekannten auf der rechten unteren Seite. Und für uns ist das sozusagen als ein Beispiel die soziale Ängstlichkeit überwinden. Wir haben auch Live-Formate schon gemacht, wo wir mit Studierenden live im Austausch sind. Und soziale Ängstlichkeit meint dieses auf andere zugehen. Was gehört dazu? Diese Wortwolke ist von Studierenden. Wir haben sie vorab gefragt, was assoziiert ihr eigentlich mit sozialer Ängstlichkeit? Und wir hatten dann eben eine Psychologin zu Gast, die auch uns fachkundig dazu Tipps gegeben hat und vor allem den Studierenden. Wir hatten über Instagram auch Abfragen, hatten ganz oldschool vor Ort einen Flipchart. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Auch Studierende, die mit Mikro auf andere Studierende zugegangen sind. Also da versuchen wir, diese Partizipation auch wirklich wörtlich zu nehmen. Ein anderes Beispiel ist zum Thema Workload. Und da hatten wir, das seht ihr auf der Folie, eine unserer studentischen Redakteurinnen, Marina, selbst auch Studentin, zu Gast. Und wir haben mal so ein paar Zitate mitgebracht aus den verschiedenen Potschnack-Folgen, die ich mal versuche vorzulesen. Und zwar, Zitat von Marina: Ich bin von zu Hause weit weggezogen. Alles war neu, die Stadt war neu. Ich musste neue Freunde kennenlernen, auch das Lernen war neu. Ich hatte eine gewisse Erwartung an mein Studium, dass ich nur noch das mache, was mir Spaß macht. Dann habe ich mit dem Studium angefangen und gemerkt, es ist doch gar nicht so. Und das können wir natürlich auch auf die Heldenreise übertragen. Genau, perfekt. Ne? Also es beschreibt es eigentlich ganz gut. Ne? Die Studentin, die muss das Auenland verlassen, sie muss weg von zu Hause, wo sie ihren geregelten Alltag hatte und auf einmal in eine komplett neue Welt eintauchen, ne? Mit der sie bestimmte Erwartungen hatte und sie merkte, meine Erwartungen passen doch nicht so richtig und ich muss jetzt mich eigentlich anpassen. Genau. Und Vechta ist auch schön, also ist auch ein schönes Auenland. Ein guter Ort, um sich anzupassen. Genau. Spaß beiseite. Ein zweites Zitat von Marina. Heute ist ja Studieren ein bisschen anders als zum Beispiel noch vor 4 Jahren, als ich angefangen habe. Studieren ist ja auch Studieren während Krisenzeiten. Und da merken wir, wir wollen auch den Studierenden Raum geben für Dinge, die außerhalb vom Studienalltag einfach eine Rolle spielen und den Studierenden Gehör verschaffen. Ein anderes Beispiel ist quasi, wenn ihr euch nochmal so diese Heldenreise vor Augen führt, die Verbündeten, die Gemeinschaft, gemeinsam auf dem Weg sein. Und da haben wir Studierende eingeladen und gefragt, Partizipation, warum, was heißt das eigentlich? Warum soll das wichtig sein? Und ihr seht ganz unten rechts ein Selfie von mir und vor allem von den Studierenden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber da seht ihr Lasse, Annika, Max, Rea und Lea und die Studierenden kamen aus verschiedenen Fachsemestern, verschiedenen Fächern und das war ein ganz wunderbarer Austausch, wo wir viele Meinungen gehört haben. Ich mache einfach Werbung, hört euch die Folge gleich mal in Ruhe an. Ganz toller Austausch und vor allem Lasse und Lea hatten wir vorher mit dem Mikro auf den Campus geschickt zu den Auftakttagen, wo unsere Erstsemester kommen und dort haben die O-Töne aufgenommen und die haben wir in der Folge auch quasi mit besprochen. Also gerade auch die Erwartung der erst dies. Ein anderes Beispiel von Franziska, unsere andere studentische Moderatorin. Zitat: Ich weiß auch, ich habe immer ein bisschen den Hang zum Perfektionistischen. Ich war auch einfach super unsicher und hatte Angst, dass ich keine Kontakte finde
oder dass ich auch, um jetzt einmal ganz ehrlich zu sein, zu dumm bin für das Studium. Und erstmal können wir sagen, das ist super viel Mut, den die Studierenden da mitbringen, sich so persönlich zu öffnen. Und Franziska ist alles andere als dumm, also das können wir hier definitiv entkräften. Aber dass die Studierenden sich so öffnen, und auch das passt natürlich zur Heldenreise ganz wunderbar. Genau, man sieht auch gerade diese Eingangsveranstaltungen, die wir ja in der ZSB organisieren, das ist quasi so eine Mentoring-Dienstleistung, die den Studierenden offensichtlich auch die Angst vor dieser Schwelle übernehmen, die sie auch über die Schwelle tragen. Ne? Weil die Entwicklungsaufgabe ist ja im ersten Satz, ne? Ich habe immer den Hang zum Perfektionistischen, ja, und muss das vielleicht überwinden. Und das ist eine Herausgabe, das ist eine Herausforderung, das ist eine Veränderung. Genau, und in der Heldenreise ist es sozusagen die Rückkehr mit dem Elixier. Wir deuten das jetzt hier ein bisschen aus. Das als kleine Beispiele. Für uns ist eigentlich das Ganze eine Chance, Lernprozesse erlebbar zu machen. Wir wollen Interaktionen als Audizipation anregen und das eben nicht nur in unserer Podcast-Reihe. Genau, wir wollen die Lernprozesse erlebbar machen. Das heißt, wir produzieren nicht nur einen Podcast, sondern vorhin ist es ja auch schon mal angeklungen, wir bilden auch aus in dem Sinne. Und da haben wir ein Modul, bei uns nennt sich der Optionalbereich Profilierungsbereich. Und da haben wir ein Modul, das haben wir mit dem Kürzel PBX 113 versehen. Dahinter steht eine Lehrveranstaltung Gestaltung hybrider Lern- und Arbeitsumgebungen. Das ist eine Idee, die entstanden ist nach Corona, wo die Studierenden halt ganz viel im Homeoffice saßen, sich mehr oder weniger manchmal langweilige, manchmal interessante Vorlesungen anschauen mussten und die Art und Weise der Kommunikation über Medien hat sich als verbesserungswürdig herausgestellt. Und wir glauben, dass die kommende Arbeitswelt, die aktuelle Arbeitswelt, durchaus danach verlangt, nach Menschen, die Medienkompetenzen mitbringen. Und das wollen wir in diesem Modul schulen. Und auch da ist die Aufgabe an die Studierenden, sie zu befähigen, Podcasts zu produzieren, Erklärfilme zu produzieren oder Medienprodukte im Allgemeinen zu produzieren. Und zwar so, dass sie eine Botschaft auf möglichst ansprechende Art und Weise transportieren. Und auch da ist Storytelling und die Heldenreise immer wieder ein Thema. Genau, das Projekt hat Aufmerksamkeit erregt und wir haben jetzt im Bereich Journalismus oder das Projekt auf den Bereich Journalismus übertragen und hatten im vergangenen Wintersemester eine Medienpartnerschaft mit dem lokalen Zeitungsanbieter. Um das Ganze auf den Punkt zu bringen, abzurunden, sehen wir die positiven Effekte eigentlich in zwei Kernpunkten. Das eine ist, dass die Hörenden, also in unserem Fall die Studierenden oder alle Interessierten, dranbleiben, die Inhalte sich merken und natürlich auch uns und andere Beratungsangebote kennenlernen. Der zweite Punkt ist ein bisschen konkreter, auch auf den Folien zu sehen. Wir bilden quasi Studierende aus in unserem Redaktionsteam. Dabei vermitteln wir eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe. Auch das wollen wir vermitteln. Es geht dann um Planung. Es geht darum, wie rede ich vor dem Mikro, vor der Kamera. Aber auch Peer-Formate, auf die wir jetzt nicht näher eingehen, haben wir da im Blick. Für uns sind die Audible Student Tales quasi Lösungswege für verschiedene Probleme, die es im Studium geben kann und diese Wertehaltung, also offen zu sein für Entwicklung. Und es ist für uns eben so, dass diese Audio-Elemente Orte des Verweilens sind, des auditiven Verweilens, wo eben konkrete Techniken auch des überzeugenden Sprechens gelernt werden. Ja, um das Ganze abzurunden, was ist unser Ausblick? Genau, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wie sie sein wird, aber wir können sagen, wie wir sie uns vorstellen. Und ich denke, dass diese Virtualisierung und Flexibilisierung im Arbeitsleben oder auch im Hochschulkontext weiter zunehmen wird. Und dass Medienkommunikation und Medienkompetenzen weiterhin ganz oben auf der Liste der zu vermittelnden oder zu erlernenden Kompetenzen steht. Und vor diesem Szenario sehen wir uns und dazu stellen wir uns auch immer besser auf. Also auch in der Beratung, die ja auch zunehmend medial wird. Und was wir jetzt hier noch nicht drin haben, aber heute war, glaube ich, auch schon ein Vortrag dazu, da kommt noch zur KI. Die KI wird sicherlich da auch noch einiges verändern. Genau. Und nicht zuletzt sehen wir uns als zentrale Studienberatung auch
in der Verantwortung, dass wir nicht nur zuhören, sondern auch gezielt hinhören. Und im Sinne der britischen Radioforscherin Kate Lacey wollen wir sozusagen die Hochschulgemeinschaft in den Blick nehmen, sowohl einzelne Stimmen als auch Gruppen, die womöglich sonst überhört würden. Und damit kommen wir auch zum Ende. Für uns sind die Audible Student Tales auch eine Möglichkeit, dass wir selbst auch sensibilisiert bleiben für die Wünsche der jungen Erwachsenen oder auch Studierenden. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns sehr auf Austausch und Fragen. Genau, vielen Dank. Von mir auch vielen Dank, Attila und Christian, für diesen tollen Vortrag. Ich habe auch parallel mal geguckt. Ihr habt ja tatsächlich auch schon eine Folge zu KI, eine der neuesten, habe ich gesehen, Staffel 2 oder 3. Also absolute Hörempfehlung, hört da mal rein. Ich habe mir selber auch gerade was abonniert. Eine Folge höre ich mir auch mal an. Wir haben jetzt noch einige Minuten für Fragen, sowohl aus dem Chat als auch direkt hier vor Ort. Meldet euch gerne zu Wort. Und der geschätzte Kollege Christian bringt das Mikrofon zu euch ganz bequem an den Platz. Da ist eine Frage, Christian. Magst du bitte zu der Dame rüber marschieren, querfeldein durch die Lohnhalle, die Vorarbeiten? Sie kommt dir entgegen. Ja, danke. Ja, ich bin auch großer Podcast-Fan. Also ihr hört zu den Studierenden. Wie ist das denn innerhalb der Uni, wie ihr dann sozusagen das, was ihr hört, vielleicht auch an andere Kolleginnen, Kollegen, Lehrende weitergibt? Das vielleicht, also wenn es um Prüfungsangst gibt, gäbe es ja vielleicht was, also hören die Lehrenden den Potschneck oder Schnack und was sind da eure Ideen oder Möglichkeiten? Gerne nach dir. Also wir versuchen zu diesen Themen Angebote zu machen, die sich in erster Linie an die Studierenden richten. Was wir oder wo wir noch ausbaufähig sind, sind tatsächlich in den Netzwerken mit den Lehrenden. Da ist der Kontakt vielleicht nicht ganz so ausgedehnt, wie es sein könnte. Wir hoffen, dass die Lehrenden auch für dieses Thema sensibilisiert sind, weil sie ja durch ihre Prüfungen und im Prüfungskontakt auch die Studierenden erleben, wie sie sind. Und jemand, der prüft, hat wahrscheinlich diese Erfahrung im besten Falle. Ansonsten über Veranstaltungen, die wir machen, über Angebote für die Studierenden, versuchen wir zumindest an der Seite Ängste zu nehmen. Genau. Und vielleicht noch dazu, das ist ein gutes Beispiel, also Prüfungsangst. Uns geht es auch nicht darum, dass wir nur über die Themen reden, gerade Prüfungsangst. Das reicht nicht und deswegen suchen wir uns auch über uns hinaus Menschen, die sich da sehr gut auskennen. Und vor allem als kleine Anekdote, wir haben eine Hilfskraft, mit ihr habe ich neulich nochmal auch in Vorbereitung gesprochen. Was bringt dir das eigentlich so für dich persönlich hier mitzumachen? Und sie war am Anfang super nervös, alleine auch wenn wir nur zu zweit am Mikro waren, oh je, da läuft jetzt ein Mikro. Das ist auch im kleinsten Sinne eine Form von Prüfungsangst, obwohl ich keine Noten verteile zum Glück. Aber das hat sie mir auch geschildert, so ja, das ist total hilfreich, um auch dann wieder in mündlichen Prüfungen ganz anders aufzutreten. Also die Frage ist super und wir denken das eben weiter und wollen so viele Lehrende wie möglich da auch als Gäste haben. Wir bleiben dran, würde ich sagen. Es gibt noch eine Frage im Chat. Daniel, bitte. Ja, und zwar ist folgende Frage gestellt worden, würdet ihr Storytelling auch als Future Skill bezeichnen oder definieren? Oder wie seht ihr das Verhältnis zueinander? Jetzt fang du ruhig an. Eine sehr schöne Frage. Mein Bauchgefühl ist ja, würde ich mir wünschen, aber ich finde den Begriff Future Skills, das ist ein sehr großes Fass. Ich glaube, wenn wir das jetzt aufmachen, das gibt es auch an anderer Stelle, glaube ich, auch heute. Ja, aber von mir ein Ja. Ich finde es gut, weil es einfach nochmal kreative Kanäle weckt, die, behaupte ich jetzt einfach mal, für nahezu alle Fachbereiche relevant sind. Nochmal um die Ecke zu denken, zur Decke oder so. Aber wie siehst du das? Also ich denke auch, Storytelling ist ein Kommunikationsmittel, um Inhalte zu transportieren und als
Future Skills, also wo ich dir zustimme, ist ein wahnsinnig großes Feld und es gibt auch viele verschiedene Ansätze. Aber ich denke, dass Kommunikation über Grenzen hinweg mit anderen Menschen, also interpersonelle Kompetenzen, dazu zähle ich Kommunikation, durchaus ein Future Skill ist. Und wenn Storytelling dazu beiträgt, Inhalte besser zu transportieren, dann eigentlich dickes Ja. Ja, ist ein Future Skill. Dann hätte ich selber auch noch mal eine Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob das schon so thematisiert wurde, aber du bist ja in der Studienberatung tätig. Inwieweit ist denn jetzt dieser Podcast oder auch andere Podcasts ein Mittel in der Studienberatung? Also weist ja die Studierenden darauf hin, es gibt diesen Podschnack, das war ja die Frage, na auch, weil es bei Lehrenden ist, auch bei Studierenden, weil ich könnte mir vorstellen, das war ja auch so eure These, das hörbar und erfahrbar zu machen, wenn man mitbekommt, andere haben auch Prüfungsangst, andere sind hier einsam im schönen Fechter. Wie gehen andere damit um? Und das ist ja da ein intimes Medium, ne, was eigentlich gut geeignet ist. Also wie weit ist das schon gediehen und vielleicht auch an anderen Standorten oder habt ihr da Erfahrungen, also außerhalb von Fechter? Also ich kann oder wir können natürlich jetzt für unseren Potschnack sprechen, der immer wieder Themen aufgreift, die rund um Themen, die sich rund um Themen drehen, die wir in der Studienberatung bearbeiten. Und wir bieten im Prinzip ein Archiv an, wo man reinhören kann. Wir haben, wie gesagt, 3 Staffeln. Die erste war also allgemeine Fragen der Studienberatung. Prüfungsangst, wie bereite ich mich auf Prüfungen vor, Zeitmanagement, Lernmanagement. Das zweite ging um das Thema Orientierung. Also wir haben da schon auch Schwerpunkte gesetzt. Der dritte geht jetzt um das Selbststudium. Ich weiß von anderen Hochschulen, dass sie auch eigene Podcast-Formate haben. Manche sind auch richtig gut ausgestattet mit Technik, was das angeht. Wir sind da auch noch ein bisschen verbesserungsfähig, aber für die anderen möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Aber es gibt sie und wir haben auch Anfragen gekriegt von anderen, hey, wie macht ihr das und könnt ihr mal Erfahrung sagen? Und wir bewerben es natürlich auch. Genau, und vor allem, wir freuen uns, dass Studierende uns melden, hey, wir wollen auch eine eigene Podcast-Reihe machen, was müssen wir dafür tun? Und genau das ist der Weg, den wir gehen wollen. Ja. Super, dann wären wir jetzt auch mit diesem tollen Vortrag durch. Nochmal ganz großen Applaus für Attila und Christian. Und wir alle haben es jetzt hier geschafft. Das Mittagessen steht jetzt wirklich vor der Tür, und zwar im Foyer der Schwarzkaue. Was ihr hier findet, bitte greift kräftig zu, haut rein und schaut aber auch nach dem Essen oder vor dem Essen, falls die Schlange zu lang ist, kann man sich die Zeit vertreiben beim Projekt Robbie Clay von Simon Schnittger und Tobias Scheder im Foyer. Und man kann auch gerne noch einen anderen Stand von den Netzwerkstellen von Sabine Kober zu den kurzen Legevideos sich anschauen, um die Wartezeit bei der Schlange zu verkürzen. Wir alle sehen uns hier wieder um 13.45 Uhr. Ich wünsche allen einen guten Appetit, auch da draußen.